Jo Freunde, was geht ab und willkommen zu diesem Video. Erstmal wollte ich mich aber entschuldigen, dass ich die letzten paar Tage kein Video hochgeladen habe. Ich hatte auf jeden Fall überhaupt keine Zeit. Und ja, darum kommt jetzt dieses Video hier. Denn heute zeige ich euch mal, wie ihr in richtig stackten Endgames lange überleben könnt. Das Ganze zeige ich euch anhand richtig stackter Runden, die ich in Scrims gespielt habe. Aber bevor es losgeht, könnt ihr natürlich wie immer gerne meinen Kanal abonnieren, denn ich versuche jeden zweiten Tag ein Tipps und Tricks Video hochzuladen. Und natürlich könnt ihr auch gerne ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus da lassen. Und falls ihr mich maximal supporten wollt, könnt ihr auch gerne den Creator-Code Lenny- im Itemshop eintragen, weil vor 5 Tagen hat der neue Monat gestartet und jetzt habe ich wieder nur noch ganz wenige Unterstützer, weil der beim neuen Monat immer rausfliegt. Also tragt den gerne wieder ein. Jetzt geht's auch schon los mit dem Video. Falls ihr aber noch gar nicht wisst, wie man so für Stormside spielt und so und was man vorm Endgame alles machen sollte, schaut euch auf jeden Fall mein altes Video zum Endgame an. Ich habe auf jeden Fall schon 2 dazu gemacht. Das letzte ist das bessere, das ist auch oben beim i verlinkt. Aber in diesem Video analysiere ich mal mein Game. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Als das erste Mal Storm Surge hier angekündigt wurde, habe ich gesehen, dass ich 190 drüber war wegen meinem Early Fight. Und deswegen musste ich mich da nicht drum kümmern. Dann habe ich hier erstmal alles replaced, damit ich da bauen konnte. Ich war dann in der nächsten Zone nicht in Zone und bin einfach dann am Ende mit meiner Chili ganz einfach in die Zone rein rotiert. Weil Chili ist im Moment einfach das einzige Rotation-Item, womit ihr quasi rotieren könnt, weil früher gab es ja noch Bouncer und so. Es gibt zwar auch noch Impuls, aber nur in Public und nicht in Competitive. Und deswegen sind halt Chilis das einzige Rotation-Item. Und darum solltet ihr die auch immer mitnehmen, weil damit könnt ihr einfach ganz schnell Zone rotieren. Und wie ihr seht, habe ich hier gar keine Probleme bekommen. Überall von Gegnern, aber keiner hat auf mich geguckt, weil alle selbst rotieren mussten. Und das ist auch halt auch der Vorteil an zuerst rotieren. Ihr könnt einfach rotieren. Die meisten schießen nicht auf euch, weil sie auch rotieren müssen. Und wenn ihr dann als erstes mit einer Chili in Zone seid, könnt ihr einfach auf alle gucken, die quasi noch nicht in Zone sind. Und könnt ihr dann einfach sprayen. Dann habe ich auch was relativ Schlaues gemacht. Ich habe mich hier unten einfach eingeboxt, weil ich dann nur von den Gegnern, die in Coral Castle drin sind, angeschossen werden könnte oder von denen, die ganz hoch sind und nicht von denen, die da an der Küste sind, weil die zu tief wären quasi. Dann habe ich hier erstmal die ganze Zeit gechillt, bis dann hier die neue Zone kam, wo ich gesehen habe, dass ich wieder nicht in Zone war. Da habe ich wieder eine von meinen Chilis gepoppt und bin dann einfach ganz einfach in Zone rotiert. Da habe ich gesehen, dass ich da den Berg hoch musste. Coral Castle war unten zwar auch in Zone, aber wenn die Zone wieder hochgehen würde, hätte ich halt verkackt, weil ich dann einfach hochbauen müsste. Und deswegen war es besser, wenn ich oben bleibe, weil ich da dann quasi, wenn es nicht full unten ist, auch nicht wieder hoch muss. Habe ich mich da einfach eingeboxt und dann einfach die ganze Zeit in meiner Box gechillt, aber bin auch zwischendurch noch für Storm Surge gegangen, falls Storm Surge nochmal angehen würde. Ich hatte dann leider auch bemerkt, dass ich ziemlich wenig AR-Muni hatte und deswegen konnte ich jetzt nicht mehr so viel Storm Surge mit AR holen, sondern musste ich dann eher auf Bogen gucken. Aber im Moment war eh kein Storm Surge, das heißt, ich konnte ganz einfach chillen. Dann habe ich aber gesehen, dass da oben eine High gespielt hat und da hätte ich quasi ihn mit, hätte ich AR-Muni gehabt, hätte ich ihn sleeven können. Aber ich habe meine AR-Muni lieber bis zum Ende gespart. Dann kam da aus irgendeinem Grund Metz von oben runter. Der hätte irgendwie gedroppt oder so. Als dann die nächste Zone kam, seht ihr jetzt, in 3 Sekunden war ich wieder nicht so und musste komplett fahrrotieren. Das heißt komplett geradeaus. Und dann habe ich mir wieder einfach direkt die Chili gepoppt und bin dann einfach als erstes gemoved oder als einer der ersten und konnte dann einfach wieder ganz chillig in Zone rotieren. Also das ist wirklich, wie ihr seht, immer ganz wichtig, dass ihr als erst rotiert. Dann wurde ich hier leider vom Bow gehittet und dann nochmal gehittet. Aber ich konnte mich dann auch ganz einfach mit meinen Minis healen und war dann halt einfach wieder als einer der ersten in Zone und konnte dann da ganz einfach chillen. Dann sind hier alle gefühlt rotiert. Aber ich hätte auf jeden Fall ein bisschen mehr auf Kills gucken können. Weil alle sind in dem Moment gemoved und das war auf jeden Fall ein Fehler von mir. Dann habe ich gesehen, dass da hinten welche gefeiert haben und habe versucht, da ein bisschen für zu gehen. Da habe ich zum Beispiel einem wieder minus 90 gegeben und dann kam zu denen auch die Zone und die haben trotzdem weiter gefightet. Und da dachte ich, könnte ich trotzdem meine Air-Muni ein bisschen benutzen, um auf die zu schießen. Da habe ich zum Beispiel ein paar 5 gegeben und dann habe ich da versucht, einen Kill von zu kriegen. Habe ich es aber dann im Endeffekt leider nicht geschafft, weil ich nicht dauerhaft sprayen konnte, weil ich einfach zu wenig Air-Muni hatte. Dann habe ich da nochmal versucht, den einen zu sprayen. Den habe ich dann nochmal ein 30 gegeben, aber der ist dann im Endeffekt vom anderen Gegner noch gestorben. Ja, dann seht ihr, musste ich wieder komplett weit rotieren und dann habe ich wieder einfach eine Chili gepoppt und bin dann wieder als erstes ganz einfach in Zone rotiert. Dann waren hier aber ziemlich viele Gegner und ich musste dann einfach über die Tarps laufen und dann bin ich erstmal statt direkt in Zone zu rotieren, weil da ja die Zone nochmal in der Moving, bin ich hier erstmal komplett Front Zone, ich glaube man nennt das so, gegangen und habe dann hier den einen mit Bogen gehittet und den dann noch geholt.
Dann war es ganz wichtig, dass ich mir hier die Metz hole. Und dann war da noch ein Flopper. Und dann wurde ich gespayt und habe es irgendwie nicht mehr geschafft, den Flopper aufzusammeln. Der war dann irgendwie nicht mehr da. Ich weiß auch nicht warum. Da habe ich da aber noch den Sprungstapler genommen und der war auch ziemlich wichtig. Den konnte ich mir dann ganz einfach am Ende gönnen und damit rotieren. Tatsächlich habe ich mir den hier gegönnt, hatte dann Chili und Sprungstapler und konnte dann damit richtig easy rotieren. Ich wurde zwar zwischendurch ein bisschen gehittet, aber es war auf jeden Fall keine schwierige Rotation. Dann habe ich da die Ruby gesehen, die da auch ein bisschen gefarmt hat. Und da habe ich der auch nochmal mit meinem Bogen Hits gegeben, weil ich hatte einfach genug Moon und konnte den einfach ein bisschen damit rumschießen. Ich wollte dann versuchen, auf High zu gehen, indem ich mit dem Sprungstapler hochgehe. Aber das habe ich dann auch wieder gelassen, weil ich gesehen habe, dass da schon welche High gespielt haben. Und dann kam auf einmal einer von der Seite, der mir aber zum Glück keinen Hit gegeben hat. Und dann habe ich da unten den Loot gesehen und dachte mir erstmal, dass das ein richtig geiler Refresh wäre. Das war es dann im Endeffekt auch, weil ich dann einfach wieder ein paar Mets bekommen hatte und auch noch mehr Heal. Aber dann kam auch schon die Zone, ich musste mir hier irgendwie einen Ausweg suchen, wie ich aus dem Gebäude rauskommen konnte. Da wurde ich dann auch schon mit Fischen gestinkt. Und ja, dann konnte ich hier ein bisschen unter den Builds von den anderen Gegnern her rotieren. Und das ist auch immer wichtig, dass ihr unter anderen Builds oder durch andere Builds lauft und nicht am besten, außer ihr seid auf Highground selbst baut. Weil dann verschwendet ihr quasi einfach eure Mets. Also solltet ihr immer in andere Builds oder in andere Tabs gehen, außer es geht irgendwie nicht. Dann kam die Zone auch wieder und ich musste dann wieder rotieren. Hatte leider keine Chilis mehr, aber ich habe trotzdem versucht, direkt zu rotieren. Da musste ich mich aber zwischendurch wieder einboxen, weil ich halt quasi nicht so viele Mets hatte und eigentlich gewartet habe, bis jemand vor mir tapt. Aber das hat dann nicht so gut geklappt, da musste ich selbst tapen. Dann musste ich hier erstmal alles zumachen, damit ich nicht von irgendeiner Seite gehittet werden kann. Und dann bin ich da erstmal durch den Tab von dem anderen Gegner gelaufen, wo dann hier aber auch dieser Schießskin war, den ich dann leider fighten musste. Aber eigentlich war es gar nicht so schlecht, weil ich habe ihn hier geholt. Und dann habe ich auch noch wieder einen Refresh bekommen. Dann hatte ich quasi alles, aber dann kam hier diese Ruby und ja, die habe ich dann geholt. Ja, das war's jetzt von dem Video. Natürlich hoffe ich, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da und ciao.